Also folgendes Werkzeug werden wir alles benötigen. Wir brauchen wieder einen 468er leicht schamadierten Ton, das gleiche in Restton, Schlicker, Gabel, kleiner Holzbleistift, Zahlstab, Locheisen für die Löcher, verschiedene Größen. Da könnte man auch verschiedene Rohre nehmen, Leisten zum Runterschneiden mit 1 cm. Die harte Metallleiste zum Glätten, das weiche Metallnierchen, Messer, Zirkel, Ausstechformen, ja, verschiedenste für die Oberflächengestaltung, eventuell auch so Stempelformen, werde ich dann zeigen, wie sie funktionieren. Küchenrolle ist wichtig, ein Brett zum Geradedrücken vom Fußteil. Und zwei Styroporformen. Die Größe der Tonplatte, die wir brauchen, ergibt sich aus der Größe der Styroporform. Das heißt, ich messe die Styroporform oben ab, habe in diesem Fall 38 cm und werde meine Platte auch mit 38 cm Rundung oder Durchmesser anfertigen. Dazu brauche ich natürlich zwei. Den Teil, diesen überstehenden Teil messe ich nicht mit. Ja, also ich messe von hier bis hier. Jetzt schneide ich mir zwei Platten herunter oder eigentlich drei Platten bzw. vier Platten brauche ich mit 30x20, verbinde die nähe sie zusammen zu einer großen und 30 cm heißt, ich habe hier 21 cm, hier habe ich die 30 cm, also brauche ich drei Platten nebeneinander, damit ich zwei Scheiben herausschneiden kann. In diesem Fall für diese Größe nehme ich auf jeden Fall die 1 cm Leisten zum Herunterschneiden. Jetzt kann ich den restlichen Ton wieder wirklich sauber verpacken, sodass er auch für das nächste Mal wieder gut verwendbar ist. Wenn ich ihn längere Zeit nicht verwende, dann klebe ich ihn mit einem Klebeband rundherum. Gleich wieder zu. Die einzelnen Tonplatten lege ich auf ca. 1 cm oder einen kleinen Fingerbreite auseinander zusammen und vernähe sie, indem ich eine Seite nach unten drücke, die zweite oben drüber. Nach unten, oben drüber. Ich nehme einen Restton und gebe ihn in die entstandene Spalte. Mit dem harten Metall, das vorher gesäubert wird,
ziehe ich den Ton, der zu viel ist, wieder weg. Dazu soll die Leiste stehen. Vorsichtiger Druck. Wenn so wie hier noch Löcher sind, gebe ich noch einmal Ton hinein. Und wenn ich die Metallleiste ganz flach nehme, kann ich die Oberfläche glätten. Wenn so Luft, also so Bläschen entstehen, die beim Drüberstreichen nicht verschwinden, ist Luft eingesperrt. Sollte man leicht anstechen und noch einmal drüber glätten, um die Luft herauszudrücken. Ich drehe die Platte jetzt um. Dazu verwende ich Stäbe, die ich eins unten hineinlege, eins oben drauf und die Platte vorsichtig in die Höhe hebe und umdrehe. Auf der Rückseite werde ich Stellen, wo man noch sehr gut sieht, wo die Verbindungen gewesen sind, noch einmal ausbessern, etwas Ton darüber streichen. Und anschließend wieder glätten. Nun schneide ich mir meine zwei Tonscheiben aus. Wenn ich die Platten vorbereitet habe, kann ich sie mit dem abgemessenen Durchmesser ausschneiden. Das heißt, in diesem Fall 38 cm. Die Tonreste kann ich wieder zusammen geben zu einer Tonkugel oder wenn sie zu hart sind, in Wasser eintauchen und in einen Kübel geben zum wieder neuerlich durchkneten. Die 38 cm wären für eine Kugel, die 25 cm Durchmesser hat. Die Tonplatten müssen jetzt auf die Styroporformen gelegt werden. Ich darf das aber nicht machen, ohne eine Trennschicht zu haben. Ich kann eine Trennschicht erzeugen, indem ich über die Styroporform eine alte Strumpfhose drüber ziehe. Hierbei versuche ich die so glatt wie möglich drüber zu ziehen, hinzulegen und die Tonplatte hinauflegen, mit der schönen Seite natürlich nach oben. Oder ich mache es mit einer Küchenrolle. Hierbei sollte auch alles mit Küchenrolle belegt sein. Einmal von links, einmal von rechts, unten hineinschieben und die Tonplatte darauf legen. Schauen, dass sie so mittig wie möglich liegt. Wichtig ist jetzt, ja, es dürfen keine Falten werden beim Zusammenlegen. Das heißt, ich muss den Ton vorsichtig nach unten drücken und gleichzeitig zusammenschieben.
Ich muss das ganz vorsichtig machen und über jede Stelle 3-4 Mal drüber gehen, also leicht nach unten drücken und so zusammenschieben. Ja, wenn so eine große Falte wie hier ist, zuerst noch einmal auseinandergeben, wieder nach unten und zusammenschieben. Ich mache es einmal direkt vor der Kamera, also die auseinanderdrücken, nach unten und zusammenschieben. Ja, es darf nicht am Brett anstehen, muss ich die ganze Sache zurückschieben, so dass es nicht am Brett ansteht. Je dünner die Platte ist, je schwieriger ist es. Also wenn man nur mit 5 mm arbeitet, ist vielleicht für die Optik der Kugel nicht schlecht, aber einfach sehr schwierig zum Arbeiten, ohne dass man Falten bekommt. Das bedarf etwas Übung. Hier darf ich auf keinen Fall zusammendrücken, aufmachen und nach unten und zusammenschieben. Sollte eine Falte entstehen, wieder auseinandernehmen und noch einmal von vorne beginnen, also von vorne beginnen bei dieser einen Stelle. Natürlich darf auch hier keine Luft mehr sein oben, im oberen Bereich. Ihr seht, ich halte sie auf der Seite und schiebe sie mit leichtem Druck nach unten in die andere Hand hinein. Das habe ich jetzt bei beiden Kugelhälften gemacht. Am Ende wird noch mit diesem biegsamen Nierenchen, man nimmt sie so in die Hand, Daumen ist auf der Innenseite, die vier Finger auf der Außenseite, so kann man sie leicht biegen. Unten beginnen, andrücken und nach oben ziehen. Damit wird die Oberfläche gleich ein wenig geglättet. Und sollten wirklich noch Falten jetzt sein, kann man die damit sehr gut und rasch entfernen. Als nächstes werden wir den Fußteil machen. Hier benötigen wir dazu den Zirkel. Wir machen einen Kreis mit, wir zeichnen einen Kreis mit 12 cm an. Nehmen einen Ton, einen Restton, eine Wurst mit ca. 1 bis 2 cm Durchmesser oder Höhe, Durchmesser, so irgendwie messen ungefähr ab, passt sehr genau. Braucht nicht länger sein.
geben etwas Schlicker auf die Stelle, wo der Fußteil hinaufkommt. Drücken ihn rundherum an. Nicht nur drauflegen, durchs Andrücken, ja, wird die Wurst etwas länger, weil wir durch das Drücken die Länge verändern. Auf der Innenseite und Außenseite den Ton nach unten ziehen. Streichen. Schwamm mit wenig Wasser. Nacharbeiten. Ein Brett, ein Holzbrett drauflegen. Man kann hier kontrollieren, ob die Ecken gleich hoch sind. Oder nach Gefühl schauen, draufdrücken. Dann hat man einen planen Guss. Signieren. Und jetzt muss ich die zwei Tonhälften trocknen lassen. Ich lasse sie entweder 2-3 Stunden einfach stehen oder ich föhne sie einige Minuten mit dem Föhn. Hierbei darf ich nicht auf der Stelle bleiben, sondern ich muss mich immer rundherum um den Ton bewegen, damit ich keine einseitige Trocknung habe. Ein Zeichen, wann es trocken genug ist, wenn ich seitlich nicht mehr so schön bewegen kann, sieht man es, dann ist es genug. Ich habe jetzt jede Form 5 Minuten geföhnt und das zweimal. Das heißt, ich habe 5 Minuten geföhnt, 5 Minuten geföhnt, noch einmal 5 Minuten geföhnt und noch einmal 5 Minuten geföhnt. Ich kann jetzt die Seitenteile, also auf seitlich, nur mehr sehr schwer nach außen und nach innen ziehen. Das heißt, es hat eine gewisse Härte. Die Form, zeige ich es jetzt auf der anderen, die Styroporform hat hier eine Nut, ja, und der Ton steht da drüber. Und ist nicht immer gleichmäßig nach unten. Ja, hier ist er ein bisschen weiter nach unten, hier ist er nicht so weit nach unten. Um das gleichmäßig abzuschneiden, nehme ich die einzelne Metallleiste und schneide rundherum 1 Zentimeter vom Ton weg. Das mache ich bei beiden Hälften. Also ich schneide das bei beiden Hälften. Wichtig ist, dass ich schön flach entlang der Holzleiste schneide, nicht aufbiege, sonst bekomme ich wieder einen schrägen Schnitt. Ja. Die eine Hälfte kann ich auf den Fußteil stellen und die Styroporform herausziehen.
Bei der zweiten Hälfte muss ich mir helfen, indem ich sie auf einen Schwamm oder ein Handtuch, ein zusammengelegtes, lege, damit keine Druckstelle entsteht. Den Ton, den ich abschneide, kann ich natürlich wiederverwenden, indem ich ihn einweiche. Dabei darf aber kein Papier dabei sein, es muss sauber sein, sonst muss ich ihn leider wegschmeißen. Auch hier kann ich die Styroporform herausziehen und versuche, die Küchenrolle komplett zu entfernen. Oder ich muss die Küchenrolle komplett entfernen. Jetzt würde ich anraten, noch einmal 5 Minuten zu föhnen. Und zwar wieder gleichmäßig, nur den unteren Teil. Da wird die Klebestelle in diesem Fall jetzt aufgeraut, weil wir ja vorgeföhnt haben. Die Kontrolle ist, wenn ich versuche zusammenzudrücken, muss ich mich schon ziemlich anstrengen, um die Schale auch zu bewegen. Ja. Ich gebe Schlicker auf beide Hälften. Es darf ruhig so ein kleiner Berg entstehen. Also, das wäre richtig, das ist zu wenig. Beim Zusammenbauen kommt natürlich die ohne Fuß auf die mit dem Fuß drauf. Man nimmt die Schale, greift unten rein und klappt sie nach vorne und stellt sie vorsichtig auf die andere Hälfte drauf. Hier kann ich schon ein bisschen kontrollieren, wo ich sie hinhaben möchte. Wichtig ist, dass sie irgendwo ein Loch hat, damit die Luft, die innen eingeschlossen ist, heraus kann, sonst kann ich sie nicht wirklich zusammendrücken. Ich nehme die Kugel von unten und drücke sie von oben gegen meine Hand. Nicht zu fest, vorsichtig und wirklich auch wieder rundherum. Wenn sie irgendwo zu weit hinaussteht, kann ich sie ein bisschen hineinschieben. Und gebe den überflüssigen Schlicker wieder weg. Und jetzt kann ich dieses kleine Loch wieder verschließen. Denn jetzt ist es hilfreich, wenn ich sie nicht zusammendrücken kann mehr. Ja? Und mit dem biegsamen Lierndl kann ich jetzt die Klebestelle säubern. Meistens ist es so, dass es
dort, wo die Klebestelle ist, eine leichte nach außen Bewegung macht. Das kann ich mit leichten Klopfen mit einer Holzleiste ein wenig korrigieren. Für die Oberflächengestaltung, also ich habe jetzt fertig geglättet, für mich immer wichtig, dass man zuerst einmal eine glatte Oberfläche schafft und dann die Oberflächengestaltung macht. In diesem Fall möchte ich eine eher raue Oberflächengestaltung, das heißt, ich gehe noch einmal über die gesamte Fläche mit einem Schnitzeisen darüber, so dass ich eine feinkörnige Struktur auf der Oberfläche bekomme und später werde ich dann ein Muster ausschneiden und draufgeben. Kamera, GoPro, Stopp!
kann man noch verschiedene Löcher hineinstechen. Und als allerletzter wird hinten noch eine Öffnung hineingeschnitten, um mit der Hand hinein zu können, beziehungsweise mal eine Kerze hineinzustellen. Über diese Öffnung kann ich versuchen, innen die Klebestelle zu säubern. Bei der ersten Kugel, also versuche ich ein Muster mit Edelweiß drauf zu geben. Ich habe vorbereitet eine Tonform, eine Quetschform, wo ich Ton hineindrücken kann, die einen Edelweiß darstellt. Ich drücke den Ton oberflächlich hinein. Gebe auf der Rückseite Schlicke darüber und drücke den Edelweiß oder die Form vorsichtig an, aber fest, so dass sich der Edelweiß aus der Form löst und anklebt. Das mache ich in dieser Fläche. Bei der zweiten Gestaltungsvariante, die wir vornehmen, verwenden wir so Stempel, die zum Herausdrücken sind. Ja, wichtig, dass sie zum Herausdrücken sind. Wir walten eine Platte auf 5 mm aus. Das sind Leisten hier in den Kisten. Stechen eine Blume aus, geben wieder auf der Rückseite Schlicker drauf, drücken sie auf die Kugel und mit dem Drücken auf den Stempelteil und abziehen bleibt es am Gefäß. In diesem Fall werde ich die Blumen alle gleich machen und versuche aber auch noch Blätter drauf zu machen, beziehungsweise vielleicht ein oder zwei Schmetterlinge. Ist die Kugel schon etwas härter, kann es hilfreich sein, wenn man den Teil, wo die Blume oder der ausgestochene draufkommt, etwas anfeuchtet. Bessere Verbindung.
Man sieht hier schon eine schöne Anordnung der Blume. Ich gehe jetzt von hier in die andere Richtung und so haben wir eine schöne Blumenranke am Gefäß. Zum Retuschieren von der Kugel brauchen wir ein Messer, ein Schleifbett, das man eigentlich aus dem Tischlerbedarf kennt, und eventuell einen Schwamm oder ein Handtuch, wo man die Keramik drauflegen kann und bewegen kann. Ich beginne die Kugel umzudrehen, grobe Teile mit dem Messer abzukratzen und dann mit dem Schleifbett noch einmal drüber gehen. Das mache ich auf diesen Schwamm, dann stelle ich die Schale, die Kugel auf das Holz und gehe innen mit dem Schleifbett durch, vor allem bei den Kugeln. Und außen versuche ich alle abstehenden Tonstücke, die nicht zur Gestaltung gehören, abzukratzen, die Linien nachfahren. In den Kugeln kontrolliere ich in den Löchern kontrolliere ich, überstehenden Schlicker wegkratzen. Am Ende kommt noch einmal die Handprobe. Ich taste vorsichtig die gesamte Kugel ab, ob noch irgendwo abstehende Teile sind, die scharfkantig sind.